Leute, was geht ab? Ich befinde mich hier gerade in Aalen vor dem coolsten Gebäude der Stadt, dem iLift Tower. Wird in 2 bis 3 Monaten fertiggestellt. Und da oben, da treffe ich mich gleich mit dem Kai. Kai ist einer der Gesellschafter und Mitgründer von iLift. Und er hat es geschafft, die Firma aufzubauen, ganz ohne Eigenkapital. Also iLift ist richtig groß, nur mal so eine Hausnummer. Die haben jetzt schon ein paar tausend Apartments verkauft. Ein paar tausend sind gerade im Vertrieb. Und nochmal ein paar tausend in der Planung. Also alles zusammen sind so ungefähr 10.000 Apartments, von denen wir hier sprechen. Das ist auf jeden Fall kein kleines Rad, das da mal gedreht wird. Also schon einiges an Material. Und Kai erzählt, was er so für Hürden überwunden hat auf dem Weg, was er anders machen würde, wenn er nochmal anfangen würde und natürlich, wie er selbst auch in Immobilien investiert. Wenn auch du dich für Immobilien interessierst und investieren möchtest, dann empfehle ich dir Old But Bet on Gold zu lesen. Den Link dazu packe ich dir hier rein und unter das Video. Old But Bet on Gold ist ein E-Book, darin erfährst du alles von A bis Z, was du wissen musst, wenn du deine erste Immobilie als Kapitalanlage kaufen möchtest. Und selbstverständlich bekommst du dein Geld zurück, wenn es dir nicht gefallen hat. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anschauen und let's go! Nonstop! Servus Kai. Hallo, grüß dich. Wir stehen jetzt hier gerade auf deinem neuen iLift Tower. Hier kommt ja bald euer Büro rein. In 2, 3 Monaten zieht ihr ein, oder? Ende August, Zimmer. Und du hast es geschafft, eine riesen Firma aufzubauen innerhalb kürzester Zeit. Ihr seid jetzt am Markt seit 10 Jahren etwa, oder? Ja, wir haben uns gegründet 2010. Mhm. Ja. Und jetzt in den letzten 9 Jahren haben wir was ordentlich bewegt und sind wir ganz stolz drauf. So, iLift baut Mikro-Apartments in den größten Städten Deutschlands. Also das sind Studenten-Apartments hauptsächlich oder kleinere Apartments für komplettes Rundumpaket. Da ist eine Küche drin, alles. Ja, das sind kleine Apartments zwischen 21 und 23,5 Quadratmeter. Die sind voll möbliert, Küche, großes Bett. Einfach eine kleine Wohnung, wo alles drin ist, wo sehr flexibel und sehr aufgeräumt ist und wir haben bei unseren Projekten die Einheiten immer möbliert und das war schon vom ersten Projekt an so und bis heute so. Das Konzept hat sich nur geringfügig geändert. Es war bis jetzt immer gut so, wie es war. Mit einem rundum sorglos Paket als mit Vermietpool noch. Genau. Ja. Magst du mal vielleicht ganz kurz die Story so erzählen, wie du es geschafft hast, so ein erfolgreicher Immobilienunternehmer zu werden und welche Tipps du mitgeben kannst, wenn jemand sagt, hey, ich möchte auch in der Immobilienbranche durchstarten als Unternehmer und was waren so die größten Learnings, die ihr mitgenommen habt auf dem Weg oder welche Hürden ihr auch überwinden musstet, damit ihr da angekommen seid, wo ihr jetzt heute steht? Also muss man ganz früh anfangen. Ich hatte ein Architekturbüro zusammen mit meinem Partner Amos Engelhardt. Wir haben weltweit gebaut in Afrika, Südamerika, aber als Architekten, Auftragsarchitekten gewonnene Wettbewerbe. Und da haben wir ziemlich viel Erfahrung gesammelt und unter anderem haben wir natürlich immer für Bauträger gebaut. Und irgendwann haben wir uns dann selber überlegt, das können wir eigentlich auch selber machen, ja? Weil als Architekt bist du immer der Dienstleister, ne? Die anderen machen das Geld und du hast die Arbeit. Du kriegst zwar natürlich ein Honorar, natürlich, das ist auch nicht schlecht, aber irgendwann haben wir gesagt, machen wir das selber. Wir hatten dann die Chance, ein Grundstück zu erwerben bei uns in der Heimatstadt und ein Studentenwohnheim zu bauen. Das haben wir uns überlegt, weil wir hatten im Vorfeld schon einige gebaut. Das waren aber gewonnene Wettbewerbe und dann haben wir es damals so immer so machen müssen, wie es vorgeschrieben war. Ne? Das war hier in Aalen? Das war hier in Aalen und in Ulm und das war für das Studentenwerk Ulm. Und jetzt haben wir dann gesagt, okay, komm, wir machen mal ein eigenes, so wie wir das machen würden. Ne? Da waren wir aber noch ein Architekturbüro, haben dann ein Grundstück gekauft, haben 125 Apartments drauf geplant mit Features wie Beachvolleyballfeld, Learning Lounge, Fitnessraum etc. Ne? Also so wie wir es uns gedacht haben, mit kleinen Apartments voll möbliert. Ja. Und es hat gleich super gut funktioniert. Das haben wir gleich als Forward Deal an den Family Office verkauft. Und zu der Zeit waren wir immer noch ein Architekturbüro, hatten aber schon die erste kleine Sparte. Dann haben wir 2010 die iLift gegründet mit diesem Projekt. Dann haben wir dann weitergemacht und haben hier in der Region, also in Aalen, in Schwäbisch Gmünd, in Heidenheim, immer so Projekte gemacht in Größe mit 125 Apartments, 130 Apartments und haben dann irgendwann nach 2, 3 Jahren richtig durchgestartet. Dann haben wir dann das erste Projekt, das große Projekt in Nürnberg, das erste große mit 215 Apartments. Dann irgendwann hat man die Chance, in Heidelberg ein Projekt zu bekommen. Da haben wir gepitcht gegen alle große Zyplin und
noch mal weitere große Bauträger und da haben wir den Pitch gewonnen. Ja, und da waren wir damals noch die kleine Elif, hatten damals, glaube ich, 4, 5 kleinere Projekte gemacht und hatten dann wirklich die Chance, ein großes Objekt mit 370 Apartments zu bauen und das auch noch in Passivhausbauweise. Also da haben wir dann jetzt das Konzept der Elif nochmal komplett umgestülpt, haben nochmal neue Ideen reinentwickelt und haben das Ding umgesetzt. Ja. Und da haben wir auch vor 2 Jahren den Immobilien-Oscar dafür gewonnen für das Ding und das war wirklich auch ein großes Ding für uns auch. Wirklich. Und du hast ja gesagt, dass gerade am Anfang die Projekte habt ihr komplett ohne Eigenkapital angefangen und die auch gestemmt und da sind auch andere Parteien dabei, die man halt irgendwie beteiligen muss, die ordentlich mitverdienen, wo man halt dann sagen muss manchmal, okay, dann machen wir jetzt halt den Deal, aber dann verdient halt jemand anders noch ordentlich mit dabei. Solche Situationen gibt es ja öfters, oder? Ja, das ist natürlich am Anfang schwer, wenn du kein Eigenkapital hast. Wir hatten gar keins. Wir hatten Glück, dass das erste Projekt gleich als Forward Deal in Family Office wegging. Ja, also dann kann ich die finanziellen Mittel natürlich aus dem Bau bekommen. Aber das zweite Projekt, das wir hatten, hat man dann gleich als Aufteiler im Einzelvertrieb und da brauchst du vorweg Kapital. Da haben wir dann gleich einen Projektpartner reinnehmen müssen. Das hat sich dann die anderen Projekte genau auch so dargestellt. Wir hatten immer Projektpartner und es ist natürlich schwierig. Die Arbeit bleibt trotzdem bei einem. Aber das Kapital musste abgeben, also musste messeniertes Kapital verzinsen. Ja, dann hast du noch jemanden in der Projektgesellschaft, der dann 50% von deinem Gewinn nimmt. Das war damals so, es ging aber auch nicht anders, es war okay. Mittlerweile sind wir zum Glück in der Lage, dass das nicht immer so ist. Die neuen Projekte können wir im großen Teil selber stemmen, ohne Projektpartner. Aber für die Zeit war das okay, wenn du ohne Eigenkapital startest, ist es ein gangbarer Weg. Du musst dir Geld besorgen und das ist halt oft immer über Partner, Projektpartner oder Messenierskapital. Also würdest du es schon sagen, wenn du damals nicht gesagt hättest, okay, ich nehme jetzt einen Partner rein, der 50% verdient oder vielleicht sogar noch mehr, dann wärst du gar nicht hier heute, wo du heute bist, oder? Gut, manche Projekte hätte man nicht stemmen können, weil du musst ein Grundstück kaufen, du musst es finanzieren, du musst es vorfinanzieren und dafür bekommst du von der Bank nicht. Ja, du brauchst immer Eigenkapital für so ein Projekt. Wenn du ein Newcomer bist auf dem Markt, dann will die Bank meistens 20% EK. Ja, und so. Außer ein kleines Projekt mit 100 Apartments hat einen Gig von knapp 10 Millionen. Ja. Also brauchst du bei 20% Eigenkapital 2 Millionen. Wenn du die nicht hast, musst du die halt besorgen für teuer Geld. Also mehr sind jenes Kapital. Und da war in der Zeit vor 7, 8 Jahren, haben wir da teilweise 17, 18, 19% dafür gezahlt. Und wenn es dann 3 Jahre steht, geht es schon ordentlich auf den Profit. Und wie schaut es jetzt aus? Wie viel zahlt man jetzt dafür, Mezzanin? Jetzt ist es ein bisschen günstiger geworden. Es gibt viele mehrere Anbieter, aber sagen wir 10-12% ist immer noch möglich. Okay. Und wie viele Einheiten habt ihr jetzt insgesamt schon gebaut und fertiggestellt und übergeben? Ich würde sagen, dass wir jetzt knapp 4.000 bis 5.000 gebaut haben. Wir haben auch ordentlich noch im Bau. Ich glaube, 2.500, 3.000 haben wir im Bau im Moment und 3.500 in der Entwicklung. Okay, dann sind wir bei knapp 10 dann, wenn es durch ist. Ungefähr, ja. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Hausnummer. Was sind die Top 3 Learnings, die du dir jetzt oder Tipps, die du dir jetzt geben würdest, wenn du nochmal 2009 kurz vor der Elif-Gründung wärst? Würdest du es irgendwie schaffen, mit dem heutigen Wissen vielleicht schon nach 5 Jahren an dem Punkt zu stehen, mit irgendwelchen Tipps, Tricks, Abkürzungen? Oder gibt es da jetzt nicht so gut, die Key Facts? Gut, das Learning, ja, das haben wir Key Facts. Ich glaube, wir haben grundsätzlich vieles richtig gemacht. Ja. Das sind kleine Dinge natürlich, die wir anders machen würdest. Wahrscheinlich würden die ersten Projekte wirtschaftlicher sein, wie unsere damaligen Projekte natürlich, wenn man viel lernt. Viele also Fehler kosten Geld. Ja. Mit jedem zunehmenden Projekt oder so wirst du natürlich besser. Ja. Aber grundsätzlich kann ich sagen, hat alles so gepasst. Also die Ideen, die wir hatten, wie es dann funktioniert hat mit der Umsetzung, das war auch okay. Bitter war natürlich diese Kapitalbeteiligungen, ja, das hat viel Gewinn geschluckt, aber das war halt nicht anders möglich. Also von dem her schaue ich wirklich mit dem Grinsen in die Vergangenheit und so hat alles super geklappt und sieht es auch so jetzt nicht schlecht aus. Ihr wart ja auch einer der einzigen Projektentwickler, der auf der MIPIM eine Yacht hatte. Die meisten anderen waren ja Banken und solche Geschichten, oder? Es waren viele Einkäufer ja. Und Banken, die Yacht hatten. Wir hatten auch eine kleine Yacht. Kleine Aber Yacht. Immerhin eine. Wir hatten eine und es war auch wunderbar. Wir konnten unsere Kunden auf dieser Yacht
begrüßen und es war jetzt auch ein überschaubarer Betrag. Also das hört sich immer so hochtrabend an, es war ein überschaubarer Betrag für die Projekte, die wir da verkaufen wollten, also wirklich auch ein dankbarer Weg. Okay. Du bist ja auch selbst, also nicht nur als Immobilienunternehmer aktiv, sondern investierst auch privat. Wenn du jetzt nochmal einen Tipp geben würdest an einen Privatinvestor, der jung ist, einsteigen will oder vielleicht auch noch gar keine Ahnung hat von Immobilien, würdest du empfehlen, da früh einzusteigen, wenn man sich noch nicht so gut auskennt, würdest du dich lieber mal 3 Jahre fortbilden? Wie würdest du anfangen als Privatinvestor? Puh, das ist eine gute Frage. Ich meine, man kann sich über alles informieren und dann würde ich erstmal vielleicht in ein Objekt investieren, was jetzt nicht zu viel Risiko beinhaltet. Ja. Ja. Gibt schöne Bauträger, die haben tolle Projekte. Ne? Also 4-5%, da kriegt man dann schon manchmal hin. Und dann würde ich einfach mit zunehmendem Learning über die Dauer natürlich auch Projekte machen, die höheres Risiko fahren. Natürlich aber auch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Gewinn dementsprechend größer wird. Aber man kann dann wirklich auch Bruchlandung machen, klar. Also wenn ich das falsche Projekt am falschen Standort zum falschen Preis kaufe, kann es in die Hosen gehen. Und von dem her, wenn er investiert oder so in Projekte, dann an eins mit einem erfahrenen Bauträger, wo das funktioniert und wo es jetzt sagen wir, auch für einen Laie abschätzbar ist, dass das Risiko nicht so hoch ist. Und am besten auch noch bei einem Bauträger, wo der Bauträger selbst privat investiert ist. Weil dann kann man sich sicher sein, dass es richtig gut ist, oder? Ja. Das darf ich dir auch noch gratulieren zum Sieg des Berliner Bauherrenpreises oder ist komplett deutsch. Wie heißt der Bauherrenpreis genau? Bauherrenpreis. Einfach Bauherrenpreis. Ja, habt ihr gewonnen? Haben wir gewonnen mit unserem zweiten Berliner Projekt. Da waren 30 Projekte nominiert durch die Bauverwaltung. Da gab es dann ein Online-Voting unter der Bevölkerung und wir haben dann wirklich mit 57% aller Stimmen den Preis gewonnen. Und das ist natürlich schon ein Brett. Also da wurde die Architektur bewertet. Das Konzept der Anlage und da haben wir unser zweites Berliner Projekt, ein wunderschönes Projekt mit 300 Apartments dort vorgestellt und das sind wir stolz drauf. War vor 2 Wochen, also Mitte April. Da bin ich natürlich auch stolz drauf, dass ein Baden-Württemberger Unternehmen da in Berlin den Preis abstaubt. Nächste Woche bin ich in Berlin, da schaue ich es mir gleich mal an. Ja, mach das. Alles klar, dann vielen Dank Kai für die tollen Mehrwerte, die du uns mitgegeben hast und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei dem Vertrieb deiner Objekte. Es sind noch einige, die ihr verkaufen müsst und ganz viel Erfolg. Dankeschön. Mach's gut.